weiter geht's heute mit FIFA und dem Hinspiel in der Europa League in der Runde der letzten 32. Und der Gast oder als Gast treten wir heute in Braga an. Also viertes Auswärtsspiel hintereinander in Frankfurt, in Regensburg, in Bielefeld und jetzt in Braga. Bin mal gespannt, ob mal wieder irgendwie in ein Heimspiel mal kommt, aber das dauert wahrscheinlich alles noch einen Moment. Gut, auf geht's. Braga im Auswärtsspiel, wie gesagt. Und dann in der Liga der nächste dritte Auswärtsspiel in Folge kommen, dann sind wir nicht bei 5. Aber jetzt erstmal die Spiel Nummer 4, auswärts. Und dann geht's da gegen St. Pauli. Oh, ich glaube, St. Pauli ist auch wieder auswärts. Ich glaube, wir haben das Hinspiel nämlich 4-0, glaube ich, gewonnen. Oh, ernsthaft? Nur Auswärtsspiele? Oder was? Ich meine, wir hätten nämlich zu Hause gegen St. Pauli gewonnen. Wo wir 4-0 gewonnen haben. Und dann wäre das tatsächlich das fünfte Auswärtsspiel in Folge. Naja, aber sehen wir uns dann erstmal. Erstmal Braga. Das müssen wir jetzt erstmal auf jeden Fall auf die Reihe schaffen, auf die Reihe kriegen. Und dann schauen wir einfach mal. So. Das Training machen wir jetzt nicht, sondern wir gehen direkt ins Spiel. Völlig klar, dass sich dieses Spiel vor allem um ihn dreht. Denn der denkt wohl über sein Karriereende nach. Heute darf er von Anfang an ran. Gleich kann's losgehen. Wieso darf er von Anfang an ran? Das weiß ich doch nicht. Das ist leider nicht das Originalstadion. Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Ist es nicht. Leider. Mein Name ist Wolf Fuß. Ich werde das Spiel mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie. Wir haben nämlich ein gar richtig gutes Stadion, richtig geiles Stadion. Müsst ihr mal googeln. Mit dem Berg und so, mit dem Berghang da im Hintergrund. UEFA Europa League. Wir sind in der Runde der letzten 32 angekommen. Die K.O.-Runde hat immer ihre eigenen Gesetze, haben wir alles schon erlebt. Tolle Vorrunde und dann trotzdem in dieser Runde raus. Hat es schon gegeben. Ja, und das wollen wir heute verhindern. 6 Spiele, 6 Siege in der Zwischenrunde oder beziehungsweise in der Gruppenphase. Ne? So, na gut. Schauen wir mal, aber ja. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Wir sehen sie heute in einem 4-4-2. Ich glaube, so bekannte Spieler haben wir nicht. Ich glaube, der 7er Martin, wenn das der ist. Die werden versuchen, das Spiel eng zu machen. Und vorne sonst dann die beiden Offensiven richten. Einer, so vermute ich, eher als Hängen. Naja, egal. Wir müssen alles nehmen, was kommt. Das ist halt das Wichtigste. Wichtig ist ein gutes, solides Hinspiel machen, vielleicht sogar ein Auswärtstor auf jeden Fall oder zwei und dann im Rückspiel dann den Sack zuzumachen. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir auswärts erst antreten, weil wir dann hier im Heimspiel tatsächlich mit den eigenen Fans im Rücken den kleinen Vorteil uns versuchen zu holen. Die heutige Aufstellung von Schalke 04. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, na, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch. Können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. So, auf geht's. Liebe Zuschauer, jetzt geht's hier los im Hinspiel der Runde der letzten 32. Genau, wir wollen ins Achtelfinale. Quasi ist das 16. Finale. Lazza. Gut, das gibt den ersten Freistoß. Und direkt auch schon die erste gelbe Karte, noch gut 3 Minuten für Figueroa Heras, der da den Lazza legt. Wird schwierig für ihn. Jetzt muss er in jedem Zweikampf aufpassen, ansonsten ist das Spiel heute frühzeitig beendet. Richtige Entscheidung. Das muss man tatsächlich so akzeptieren. Mustafi. Amate. Die Situation verpasste. Aber da geht's gegen den. Nochmal eine Chance. Kolasinac, der überlegt gerade, was macht er jetzt. Und dann. Darf er fast ein Tor gegen ihn kommen?
Eckball. Ja, es gibt Ecke für die Schalker. Den ersten Freistoß, erste Ecke. Den Gegner schon gelb. Das fängt schon mal zumindest vielversprechend an, aber jetzt musst du natürlich auch dranbleiben. Ja, es wurde aber gut. In den letzten Tagen viel über ihn geredet, denn er spielt mit dem Gedanken, die Karriere zu beenden. Sollte er keine Überraschung. Sollte aber auch schon in der letzten, im letzten zur Nachfolgesaison. Richtig. Also so einen findest du so schnell nicht mehr wieder. Und ich glaube, es wollen wir super. Aber er fällt die Entscheidung, vielleicht gemeinsam mit der Familie Wolf. Schwierigste Entscheidung als Profi für ihn, glaube ich. Dieser Schritt, ne? Wann beendest du die Karriere? Nicht zu lang zu machen. Renno! Ist abseits. Da hat das Timing nicht gestimmt. Lazza. Bujela. Der aber den da nicht durchkommt, sondern den Ball verliert. Das könnte eine Gelegenheit werden. Warte. Ballverlust. Ja, schön gemacht, Mustafi. Und Kobylanski, der dann überhaupt nicht durchkommt, da hinten. Noch ist die Lücke nicht da, aber vielleicht gelingt jetzt der Führungstreffer. Ja, schön gemacht. Den Zweikampf führt er gut, jetzt hat er den Ball. Terodde, Richter! Marco Richter! Erste Chance. Müssen Sie eigentlich nutzen. Ja. Der sah richtig gut aus, aber der 27. Minute. Weiter 0-0. Die zumindest die erste wirklich gute Chance hier vielleicht in Führung zu gehen. Wie gesagt, ein Tor bräuchte man. Wenn das immer knapper 2-1 verlieren würde, hätte man zumindest im Rückspiel nochmal einen Vorteil. Aber dazu muss es doch erstmal kommen. Lager macht es nämlich auch nicht so schlecht eigentlich. Es gibt die nächste Gelbe. Ich glaube, für diese Aktion sieht er gelb. Ja, Mustafi. Muss gelb geben für Mustafi. Ja, ist auch die richtige Entscheidung. So, zweimal gelb vorbelastet. Und die Situation geklärt. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Schönes Ding, Kobylanski. Und jetzt hat man vielleicht die Chance mit 3 gegen 3. Hereingabe in die Mitte. Lass den doch laufen. Die Flanke war aber auch schon beschissen. Eigentlich eine gute Chance, aber am Ende fast harmlos. Ja, ne? ja. Kein Grund zur Aufregung. Er hat da nicht richtig getroffen. Muss er abhaken. Ja, Kobylanski jetzt mal. Ja, der probiert. Da ist aber keiner. Doch, da ist einer. Und zwar die Rosemann. Und da ist auch der Keeper. Und damit bleibe ich jetzt weiterhin 0-0. Fans atmen durch. Das war knapp fast der Rückstand. Sie müssen hier einfach mehr machen. Ja, das ist das Problem. Die kriegen aber auch selber gerade keine Situation. Und wenn wir mal eine Chance haben, nutzen wir sie nicht. Bisher zumindest. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Braga, jetzt aber mit der Situation mal wieder versuchen, müssen durchzulaufen. Sie in den Schuss, das war wichtig. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Ja, da ist aber gerade keins. Lange Flanke. Schön ein gemacht. Wichtiger Befreiungsschlag. Lazza. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Immer noch diese Aktion jetzt. Marco Richter. Muss weiter wachsam sein. Jetzt vielleicht. Ja! Da ist das Auswärts zu. Kobylanski. Yes! Erste Aufgabe, erste Schritt weiter, zum Richter weiterkommen ist gemacht. Gar nicht besonders hart, aber mit dem der Torhüter nicht gerechnet. Genau, passt. Da habe ich dann angehoben, deswegen kommt der Keeper überhaupt nicht dahin. Und ja, man führt zumindest zum Ende der ersten Halbzeit und zwar in der Nachspielzeit noch mit 1-0 und hat das Auswärtstor. Tor Nummer 3 für ihn in Europa League. Knappe Pause. Und dann ist Pause. Steht 1-0. Das Ding hier
ist sicher noch nicht durch. Ne, alles andere als sicher durch, aber... Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Ja, kurz vor der Pause hat er sie in Führung gebracht. Das war natürlich extrem wichtig. Eine sehr gute Aktion von ihm. Ja, und dann geht's jetzt gleich direkt mit der zweiten Halbzeit weiter. 45. Minute die Führung. Guck mal, wie die anderen Spiele stehen. Sevilla gegen Galatasaray 0-0. Brügge gegen Valencia 0-1. OM gegen Panathinaikos 2-0. Celtic liegt gegen Sociedad 0-2 hinten. Kiew 1-1. Leverkusen führt bei Sporting mit 1-0. Und Zagreb, Tottenham 0-0 und alle anderen Spieler sind noch nicht angepfiffen. Und damit geht es jetzt gleich in der Halbzeit 2 weiter. Es sind nur die Hinspiele, bisher ist noch nichts entschieden. Geht es jetzt für Schalke in den zweiten Durchgang? Ja. Ich hätte mal gern wieder so ein Heimspiel, aber es sind bis jetzt nur Auswärtsspiele. Es ist jetzt, wie gesagt, das vierte Auswärtsspiel hintereinander. Schalke macht Druck. Für Rose. Der Angriff könnte was werden. Ja, zweites Tor. 49. Minute, direkt den Doppelpack. Aber es ging auf De Rose, weil der da wirklich Betrieb da außen gemacht hat. Den zwei Mann hat stehen lassen und dann den Querpass gespielt und dann stehen auf einmal vier Mann hier auf den Rose und gehen und dann kommen wir ins Geschick frei und macht das Tor. So. Hier steht es 2-0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Ja, bis jetzt sieht es wirklich gut aus, die erste Aufgabe. Wenn wir wirklich zu 0 mal gewinnen würden, so 2-3-0, und dann hast du zumindest da die Aufgabe schon mal gelöst. Aber wie gesagt, Spiel ist doch guter Einsatz, gute halbe Stunde. Marco Richter. So, Richter, ja, leber Tempo am Abwehrspieler vorbeigeht. Den Ball nochmal querlegt und schützt 3-0. Del Rosso. 55. Und quasi innerhalb von 10 Minuten das Ding auf 3-0 gestellt. Und damit sollte das eigentlich sogar schon unter Dach und Fach bleiben, aber es kann immer noch alles passieren, ne? Da kommt dieses Tor nochmal. Zuerst der Ball nach hinten und dann macht das stark. Unwiderstehlich. Abwehr chancenlos, obwohl sie dicht dran sind. Ja, schön reingespitzelt. Und diesmal wieder Marco Richter, der da durchkönnen kann. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Jo. Tor Nummer 2 für ihn in der Europa League. Sorgen Sie hier für klare Verhältnisse. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. So, der... Der Gastgeber wechselt gleich das Spiel, die Portugiesen. Schöner Zweikampf. Sehr schön. Latza, der auch immer besser wird gefühlt. Schönes Ding, der sieht das. Kein Abseits, sagt der Schiedsrichter. Und damit steht das 4-0. Der Latza wird immer besser davor, da hinten drin, auf der 6. Hier sogar jetzt mit der Torvorlage. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Zunächst der gefährliche Steilpass und dann setzt er sich durch. Willenstark, das zeigt die Hauptsache, das Ding ist drin. Lässt der Abwehr keine Chance. Ja, damit sollte eigentlich durchaus das Achtelfinale schon mal gebucht sein. Ja, das sieht so langsam wirklich nach Resignation aus am Spielfeldrand. Das ist ja Frust pur, aber bei dem Spielstand auch kein Wunder. Tor Nummer 5 für Komolanski in der Europa League. Heute das dritte Tor. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Jetzt gewechselt auch die Portugiesen aus der 61. Minute. 61. Klare Sache hier. Das 4-0 ist schon deutlich. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Naja, und das Tor ist von der Rosemann hat übrigens einen. Diogo Figueras. Hat übrigens Richter dann vorbereitet. Also da war Kowalanski nicht dran. Also er war nur an diesen drei Toren beteiligt, die er gemacht hat. Haben wir nicht vor dem Spiel noch alle gesagt, dass wir hier ein ganz enges Ding erwarten, ja. Buschi? Ja, so kann es kommen. Ne? Da kannst du noch so viel analysieren, kannst Experten befragen. Am Ende, Achtung, ist es die Tagesform,
Okay, es gibt sogar Freistoß für uns. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Ja, der war schlecht gespielt auch. Fonte. Mal gucken, was haben die Portugiesen noch mal was dagegen zu setzen? Können sie da noch mal rein? Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Also wieder 4:0. Fällt das Tor doch noch. Steht's momentan. Richter. Ja, der jetzt über die Außenbahn geht gegen Moura. Der muss jetzt ein bisschen aufpassen. Und dann. Leider nicht von der Rosun. So, und jetzt kann ich eben kurz noch mal ein bisschen wechseln. Das mal probieren. So, ich wechsle jetzt zweimal. Er geht runter nach einem wirklich guten Auftritt. So, einfach mal kurz eben die Doppelwechsel, den Doppelwechsel vollziehen. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Fonte. Seine Pässe sind heute erstklassig, auch der hier wieder. Super Pass jetzt. Paulinho. Aktion geht weiter. Das war. War Ball gespielt. Keine Frage für mich, Buschi. Hier muss es Elfmeter geben. Hier gibt Elfmeter für Braga. Keine Karte gibt, das überrascht mich dann doch. Ja, das muss man ganz deutlich sagen. Er gibt Elfmeter für Braga und die Chance für Renault sich auszuzeichnen, macht er nicht. Paulinho 1-4. Und wieder ein Spiel, wo es das Tor gibt. Das vierte in Folge nicht zu null. Und für mich ist es eine Fehlentscheidung. Es war eigentlich ein Ball gespielt. Also, du hast es zumindest gesehen. Gut verwandelter Elfer. Stimmt. Da hat er sich überhaupt nicht verrückt machen lassen. Leider in Frankfurt den Elfmeter nicht bekommen, der für mich klar war. Und 4-1 jetzt also. Und hier einen Elfmeter gekriegt, der keiner war. Naja, egal. Alles gut. 1-4 auf jeden Fall. Letztendlich ist es dann egal. Gute Aktion. Richter! Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Und 5-1. Rabinak. 3-8. Zumindest den alten Abstand wieder hergestellt. Die Wiederholung dieses Tores. Wir sehen zunächst mal die klasse Parade, aber. Ja. Ja, genau eine Auswirkung. Da steht der Hack noch. Ja, eingewechselt, der ist. Der zumindest mal ein Tor mal wieder macht. Große Freude auch am Spielverband. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Schauen wir mal, ne? So, Pausenstand auf jeden Fall, wie gesagt, Endstand wird wahrscheinlich relativ hoch sein. Aber ob der jetzt 5-1-6-1 gewinnt, ist mir dann auch egal. So, dann lasse ich den Tommy heute mal ein bisschen außen vor und bringe jetzt den Krüger auch nochmal rein. Noch. Nochmal ein Stürmer. Ich kann halt nur dreimal wechseln, bei 5-mal wäre es kein Problem. Aber leider gibt es hier kein Corona-Update mit den 5 Wechseln. Wobei ich das hoffe, dass das vielleicht irgendwann mal noch kommt. Ich weiß nicht, ob sie das bei FIFA 21 dann nochmal drin haben, dass man 5er wechseln kann. FIFA 22, Entschuldigung. Sehr gute Passquote hat er heute, auch der Ball kommt an. Ja. Jetzt Platz. Ja, da. Das ist noch gefährlich. Richter. Amate. Amate. Ja, der ein bisschen Power als mit Gas gibt über die Außenbahn. Verfolgt von. Jetzt die Flanke. Tor! 6-1! Feiern! Simon Terrade! Und dann ist hier auch definitiv der Sack zu. Ich glaube, 6-1 werden die Portugiesen nicht im Rückspiel aufholen. Nochmal der Blick auf die Wiederholung. Zunächst die Flanke und dann ist er stark. Unwiderstehlich, wie er da mit dem Kopf zum Ball geht. Und dann ist der Treffer nicht mehr zu verhindern. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Jo, 6-1 der Auswärtssieg bei Sporting Braga. Die erste nächste Hürde ist genommen.
Auswärtssieg Nummer 3 in Folge nach den Siegen in Regensburg, Bielefeld und jetzt eben auch Prager. Ja, leider die Niederlage im Pokal in Frankfurt. Aber die muss man halt abhaken und den Weg weitergehen. Und passiert immer mal, den Hinspiel, das Hinspielding haben wir schon mal gedreht. Oder beziehungsweise schon mal angesetzt. Und damit sollte eigentlich der Weg ins Achtelfinale frei sein. Aber wie gesagt, das Rückspiel ist noch. Ja, 6-0, das wird schon, die müssen sich schon eine Ecke, ordentlich Ecke steigern. Bei 5-0 reicht ja nämlich, wenn man 5-0 verlieren würden, reicht es ja, würde sogar für das Weiterkommen noch reichen. Aber wie gesagt, gucken wir mal. Ich habe mal zwei Tore kriegen wir schon irgendwie hin und dann ist es egal, wie viel da gerest schießt. Sollte passen. Ja, wenn man nämlich ein Tor schießen, müssen sie 7 schießen. Und deswegen war auch dieser Sieg in dieser Höhe auch vor allen Dingen sehr sehr verdient und sehr wichtig. Gut, das eine Tor haben wir geschenkt. Meiner Meinung nach eine Fehlentscheidung. Aber wie gesagt, das passiert halt irgendwann mal. Na gut. Dann sind wir da für heute durch. In der Liga geht's weiter. Jetzt mit dem Spiel gegen St. Pauli. Und das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an.